Herzlich willkommen, euch Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich habe die Kammmuschel endlich gefunden. Habe 20 Minuten danach gesucht. War sehr, sehr toll. Und weh. Und ich hoffe, wir bekommen ein neues Rezept. Und es ist was Tolles passiert vorgestern. Und zwar habe ich einen der seltensten Käfer gefunden, den ich je gesehen habe. Ja. Das alles geben wir heute im Museum ab, Leute. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier wieder zum Festland. Ich hoffe, ich schwimme richtig. Ich meine schon. Ja? Ja, sieht gut aus. Oder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Habe ich jetzt den falschen Weg hier, den längeren Weg ausgesucht? Das fände ich jetzt nicht so toll. Ah, hier. Hier müsste es sein. Ja, gut. Gestern war außerdem Rainer da. Dort haben wir ein schönes Bild gekauft. So, Leute. Ich habe was ganz Tolles. Ich habe den goldenen Stack gefangen. Hier heißt der Allopolea Rosengoldi. Der Käfer. Wo ist er? Da. Da ist das kleine, süße Ding. Können auch mal kurz reinzoomen. Und dude, da ist der kleine Fratz. Genau, das habe ich gefangen. Ich erkläre euch mal eben wie. Ich habe alle meine Blumen gepflückt, damit da keine Insekten drauf spawnen können. Ich habe jeden einzelnen Baum gefällt, damit da auch keiner spawnen kann. Und dann ausgegraben diese Baumstämme. Habe ich auch gemacht. Und anschließend habe ich alle meine Palmen auf einen Ort getan. Ja, hier habe ich ja ein bisschen herumgebaut. Die Brücke steht jetzt hier endlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier gezeigt habe. Ich glaube nicht. Genau, hier unten habe ich ein bisschen herumgebaut. Und die Blumen habe ich zwar vergessen. Hier habe ich 10.000 Palmen hingemacht. Und dann kommt er irgendwann. Dann kommt er irgendwann. Und das zeige ich euch hier. Hier. Da ist er. Da ist er, das kleine Ding. Ab 17 Uhr ist er da außerdem. Ja. Genau, oho. Ein Allotopo-Rosen. Ich verstehe eine Rose. Genau, richtig. Richtig, genau. Das war's dann auch schon hier. So, dann können wir den mal eben abgeben gehen. Und dann habe ich auch alle Insekten und Fische, die es im August gibt. Das ist schon mal sehr erleichternd. Jetzt habe ich einen halben Monat Ruhe vor Insektenjagd. Oh Gott, wieso will ich da jetzt hier rein? Ich weiß es nicht, Leute. Ich wollte eigentlich ins Museum. Raus hier. Oh nein. Tschüss, kleine Kinder. Genau, so fangt ihr euch den Dingsi-Bumsi. Den Rosenbergi. Musste ich dann natürlich auch erstmal bei Freunden angeben, dass ich den jetzt habe und die nicht. Aber das war, glaube ich, Karma, weil einer davon hat gestern den bekommen. Da dachte ich mir so, ach Mann, oh, ich hätte dich doch gerne weiter geärgert. Naja, Eugen, hallo Eugen hier. So, ja. Ich will etwas stiften. Als erstes den hier. Oh nein, ein Allotopus Rosenbergi. Huh. Wieso man mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über diese Exemplare zu erfahren? Ja, lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist, Tüste. Oh ja, der Allotopus Rosenbergi erhält dank seiner metallisch-goldenen Farbe viel Aufmerksamkeit. Doch lassen Sie es mich ganz deutlich sagen, er besteht nicht aus Gold. Er besteht durch und durch aus Käfer. Und das macht ihn zu einer abscheulichen Monstrosität. Hä? Diese traurigen Täuschungsversuche durchschaue ich selbstverständlich. Na, in dem Fall. Aller herzlichen Dank für Ihre wertvolle Spende. Sehr schön. Dann stiften wir noch eben das hier. Gut. Und würde ich auch sagen, da wir heute Fische und Insekten vervollständigt haben, zumindest was den Monat betrifft, ne, können wir uns auch mal hier kurz wieder durchschauen.
Außer irgendwie Fossilien, ne? Da müssen wir nicht rein. Da müssen wir nicht rein. Aber erstmal gehen wir kurz hier oben hin. Zu dem neuen Bild. Zu dem neuen Bild. Was echt ein schönes Bild ist. Ja, hier. Boah, ist das groß. Das gefällt mir sehr. Oh, ich muss niesen. Oh. So. Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Yatte. George Seurat. Um 1885. Seurat, auch bekannt als Gründer des Neo-Impressionismus, erfand die Malweise Pointillismus. Ach, hat er das so gepointet? Gepunktet? Das ist cool. Diese Art des Malens, bei der Farbpigmente nicht vermischt werden, erfordert allerdings einige Zeit, das glaube ich. Für das hier ausgestellte Werk benötigt Seurat 2 Jahre. Es zeigt eine Gruppe Menschen, die ihre Freizeit an der Seine, einem Fluss in Frankreich, verbringen. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, tatsächlich. Sieht echt gut aus. So, dann gehen wir jetzt erstmal zu den Insekten und danach zum Highlight die Füße. Ich würde nämlich gern sehen, wo der Rochen ist. Der Rochen interessiert mich schon. So, hier sind jetzt bestimmt an jedem Baum Zikaden. Tatsächlich. Warte, ich muss mal hier eben Meilen gucken. So, nehmen wir mal hier raus. Ich habe außerdem noch hier, Düt, was haben wir hier? 48 Kleid, genau. Das habe ich gestern gefunden. Und hier müsste ja auch noch was drin sein. Eine Wasserpumpe. Oh, die habe ich aber schon. Okay. Oh, ich habe eine Perle von Johannes bekommen. Traurig. Ja, traurig. Egal. Okay. Wie die da alle. Hä, hey, auf dem Twitter-Bild habe ich gesehen, dass der da an dem Baum hängt. Oder bist du das da? Ich glaube, du bist das. Ja, cool. Sehr cool, die ganzen Zikaden. Bin gespannt, was demnächst noch kommt. Ich wüsste gar nicht, welche Insekten überhaupt noch fehlen. Mehr Libellen wären cool. Obwohl, nee, zum Fangen sind die nicht so cool. Stimmt. Zurück, ich ruder zurück, Leute. Mit der Aussage. Okay, dann suchen wir mal eben den Rochi. Der müsste... Oh, ist auch schön. Piranha. Rochen, wo bist du? Da bist du auch nicht drin, okay. Boah, das wird dabei immer voller hier, ey. Echt schön. Echt schön. So, Rochen, du bist wahrscheinlich hier drin, ne? Da haben wir den Hammerhai. Also noch? Hä? Ach, der ist da unten wahrscheinlich, oder? Im Keller. Müssen wir da nochmal rein. Bei den Tiefseefischen wahrscheinlich. Aber es lebt auch nur in der Tiefsee, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er am Boden eigentlich herumkriecht. Könnte natürlich ein Indiz dafür sein. Nee, hier ist er auch nicht, oder? Nee. Nee, das ist der Vampirfisch. Stimmt. Rochi, wo bist denn du? Seltsam. Seltsam. Ich glaube, ich hab den Rochen noch gefangen, oder? Ich meine schon. Okay, gehen wir mal eben hier unten her. Hier unten her. Rochen. Ah, da, der Kleine. Süß. Okay, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Lego Harry Potter. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.